Hi zusammen, Florence hier. Wir Menschen sind außergewöhnliche Wesen. Wir haben eine hochentwickelte Sprache, komplexe Gedanken und können Zusammenhänge erkennen. Wir haben ein Bewusstsein für richtig und falsch, gut und böse. Wir können die Konsequenzen unserer Handlungen erahnen und auf dieser Basis uns für oder gegen etwas entscheiden. Allerdings gelingt es uns nicht immer, nur gute und richtige Entscheidungen zu fällen. Manchmal wundern wir uns sogar über uns selbst, warum wir uns in bestimmten Situationen so und nicht anders verhalten. Oder warum wir hier und da nicht entspannter oder vielleicht rationaler handeln. Schließlich haben wir es ja selbst in der Hand, wie wir auf die Dinge schauen und welche Gedanken und Empfindungen wir in uns zulassen. Das erzählen uns auch sämtliche Motivationstrainer, Life- und Business-Coaches. Was wäre aber, wenn es so etwas wie freien Willen gar nicht gäbe? Das meine ich jetzt nicht auf einer esoterischen Ebene, sondern auf einer rein medizinischen. In den letzten Jahren gibt es nämlich immer mehr und mehr Studien, durch die diese These immer überzeugender zu werden scheint. Wir wissen längst, dass es in der Natur Lebewesen gibt, die andere Lebewesen kontrollieren können. Und falls kontrollieren jetzt zu hart für euch klingt, können wir auch einfach Verhalten ändern sagen. Darf ich vorstellen? Der Seitenwurm. Der Seitenwurm wird mit der Nahrung von Grillen und Heuschrecken aufgenommen. Wenn er alt genug ist, verlässt er die Grille, um sich zu paaren. Diese Paarung ist aber nur im Wasser möglich. Das Problem ist jetzt natürlich, Grillen oder Heuschrecken sind nicht besonders wasserliebend und sie können auch nicht schwimmen. Der Wurm bringt deshalb die Grille dazu, ins Wasser zu springen. Und zwar nachts, kurz vor seiner sexuellen Reife. Die Grille ertrinkt dann und ihr Hinterleib reißt auf. So wird der Wurm freigesetzt und er kann sich paaren und Eier legen. Er treibt also die Grille in den Selbstmord für seinen eigenen Nutzen. Ein Lebewesen, das mit einem anderen Organismus zusammenlebt, um einen Vorteil daraus zu ziehen und gleichzeitig dem anderen Lebewesen einen Schaden zufügt oder aber eine Krankheit auslöst, nennt man Parasit. Das Lebewesen mit dem Schaden ist der Wirt. Solche Beispiele gibt es vielfach in der Natur. Zum Beispiel auch den Saugwurm im Fisch. Der Saugwurm sorgt dafür, dass der Fisch zappelig wird und näher an der Wasseroberfläche schwimmt. Dadurch ist er leichtere Beute für Vögel. Der Leberegel wiederum bringt Ameisen dazu, sich nachts an Grashalmen festzukrallen. Morgens werden sie so leichter von Rindern und Schafen gefrühstückt und dort kann sich der Leberegel vermehren. Jetzt reden wir ja bisher nur über Tiere, die fremdgesteuert werden. Bei uns Menschen gibt es sowas aber auch. Und ich spreche hier nicht von Zombies aus Hollywood-Filmen, sondern von einem Parasiten, den in Deutschland jeder Zweite in sich trägt. Toxoplasma gondii. Das ist ein bogenförmiger Erreger, dessen Name aus dem Griechischen kommt. Toxon bedeutet Bogen und Plasma Gebilde. Der Erreger wurde 1907 in Tunesien bei Nagetieren namens Gundi entdeckt und daher der Name Gondii. Der Wirt ist die Katze. Der Erreger wird mit dem Katzenkot ausgeschieden und dann durch Nagetiere, die die Zwischenwirte sind, wieder aufgenommen. Dort verteilt er sich im gesamten Körper und überdauert in Zysten, sogar über Jahre. Die Zwischenwirte, also die Nagetiere, werden dann von den Katzen gefressen und in der Katze kann sich der Erreger sexuell vermehren. Dann wird er mit dem Kot wieder ausgeschieden und das Ganze beginnt von vorne. Er überlebt im Erdreich über 1,5 Jahre. Katzen sind ja neben Hunden die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Deswegen ist es auch sehr einfach für uns Menschen, Toxoplasma gondii per Schmierinfektion vom Katzenkot aufzunehmen. Oder aber, wenn wir essen, zum Beispiel halbrohes Fleisch, vor allem von Schwein, Lamm oder Hackepeter zum Beispiel. Wir können ihn auch über kontaminiertes, ungewaschenes Obst und Gemüse aufnehmen. Der Erreger durchdringt dann unsere Darmwand und überdauert in unserem Körper, in der Skelettmuskulatur, im Gehirn, Herz oder Auge. Eine Infektion ist oftmals asymptomatisch, also ohne Beschwerden, oder aber nur mit leichten, grippeartigen Symptomen wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen. Auch die Lymphknoten können geschwollen sein. In einigen Fällen kann das sogar einige Monate dauern. Es gibt aber auch schwerere Verläufe der Toxoplasmose, so nennt man die Erkrankung, mit Entzündungen im Auge, wodurch wir auch blind werden können. Solche Verläufe treten vor allem dann auf, wenn man sich zum Beispiel im Mutterleib während der Schwangerschaft ansteckt. Eine Ansteckung während der Schwangerschaft ist auch deshalb besonders gefährlich, weil Toxoplasmose zu Entwicklungsstörungen beim Baby führen kann, mit schweren Schäden vom Gehirn, geistiger Behinderung und auch Krampfanfällen. Bei Immungeschwächten, also zum Beispiel nach einer Organtransplantation oder bei Menschen mit AIDS, kann es auch sein, dass das Gehirn sich entzündet und es zu Lähmungen kommt, zu Sehstörungen oder zu Bewusstseinsstörungen. Dabei muss man Toxoplasma gondii aber eines lassen. Es ist ein sehr erfolgreicher Parasit.
Er ist nämlich weltweit verbreitet. Jeder Dritte ist infiziert. In Deutschland jeder Zweite und bei den über 70-Jährigen sogar 70% der Menschen. Und nun erinnert euch, wir haben eben über Parasiten gesprochen, die den freien Willen außer Gefecht setzen und ihren Wirt steuern. Wenn aber so viele Menschen von Toxoplasma gondii befallen sind, müssten sich ja auch viele auffällig verhalten. Hier springt aber nicht jeder Zweite einfach ins Wasser oder hält sich an Grashalmen oder Bäumen fest, um gefressen zu werden. Was genau macht also Toxoplasma gondii mit uns? Hier wird es richtig spannend. Toxoplasma gondii bringt Ratten und Mäuse dazu, Angst vor Katzenurin zu verlieren. Wo der Urin einer Katze ist, kann die Katze ja nicht weit sein. So werden die Mäuse schneller gefressen. Und das Ziel ist erreicht, also von Toxoplasma gondii. Selbst wenn die Infektion ausheilt, bleibt dieses Verhalten bei den Nagetieren lange bestehen. Bei Ratten ist es außerdem so, dass Toxoplasma gondii die Aktivität in Hirnbereichen steigert, die für die sexuelle Anziehung zuständig sind. Die Ratten fühlen sich also wortwörtlich von den Katzen angezogen. Jetzt sind Nagetiere natürlich keine Menschen. Aber auch bei uns gibt es interessante Zusammenhänge zwischen unserem Verhalten und Toxoplasma gondii, die nicht ganz ungefährlich sind. Sobald der Parasit im Körper ist, versteckt er sich in unseren Zellen des Immunsystems. So überwindet er die Blut-Hirn-Schranke. Die Blut-Hirn-Schranke ist eigentlich eine Art Kontrollpunkt, wie ein Türsteher vom Club, der nur bestimmte Leute hineinlässt. Toxoplasma gondii verkleidet sich als Wolf im Schafspelz und schafft es so in unser Gehirn. Hier beeinflusst er verschiedene Botenstoffe, zum Beispiel Serotonin und Dopamin. Neurotransmitter sind ja entscheidend für unser Verhalten. Dopamin zum Beispiel ist Teil des Belohnungssystems und beeinflusst unsere emotionalen Reaktionen. In Studien mit Mäusen hat man gesehen, dass Toxoplasma gondii die Dopaminaktivität erhöht. Dopamin soll ja auch eine große Rolle bei psychischen Erkrankungen spielen, wie zum Beispiel bei Schizophrenie. In der Tat hat man herausgefunden, dass bei Menschen mit Schizophrenie häufiger Toxoplasma gondii nachgewiesen werden kann als bei psychisch gesunden Menschen. Außerdem sehen einige Forscher starke Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Toxoplasma gondii und Autismus, Zwangsstörungen, ADHS und Angststörungen. Natürlich ist ein statistischer Zusammenhang kein Beweis, dass Toxoplasma gondii auch wirklich die Ursache dafür ist. Es sind ja immer mehrere Faktoren dafür nötig, dass eine psychische Erkrankung entsteht. Um wirklich ganz sicher zu gehen, müsste man alle biochemischen Prozesse, die im Gehirn ablaufen, durch Toxoplasma gondii aufklären. Oder aber man müsste Menschen infizieren und dann beobachten, was passiert, um das Ganze zu beweisen. Das wäre ethisch natürlich aber nicht vertretbar. Immerhin scheint Toxoplasma gondii aber auch positive Effekte zu haben. Menschen, die mit dem Parasiten infiziert sind, haben einen größeren Unternehmergeist, sind also eher Geschäftsmenschen. Sie sind häufig risikobereiter und haben weniger Angst zu versagen. Wenn man also ein eigenes Business starten möchte, könnte eine Infektion mit Toxoplasma gondii durchaus von Vorteil sein. Dann gibt es aber auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menschen mit Toxoplasma gondii öfter in Verkehrsunfälle verwickelt sind, da sie anscheinend reaktionsverzögerter sind. Und außerdem ist das Risiko für Selbstmordversuche signifikant erhöht, wenn man Toxoplasma gondii in sich trägt. Ob jetzt aber wirklich Toxoplasma gondii die Ursache für diese Verhaltensveränderung ist oder aber nicht, ist bisher nicht geklärt. Bei all dem stellt sich ja auch die Frage, welchen Nutzen der Parasit davon hätte, wenn wir unser Verhalten ändern. Wir gehören ja nicht zur typischen Beute von Katzen. Forscher vermuten aber, dass wir vor tausenden von Jahren sehr wohl auf dem Speiseplan von Großkatzen standen. Und das wäre also wiederum sinnvoll für Toxoplasma gondii. Auch wenn der Erreger also ein möglicher Risikofaktor für bestimmte Verhaltensweisen ist, ist bisher trotzdem nicht bewiesen, dass er auch tatsächlich verantwortlich dafür ist und dass unser freier Wille nur eine Illusion ist. Ihr habt jetzt immerhin die freie Wahl und könnt euch dafür entscheiden, diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Und wenn ihr euch vor einer Infektion mit dem Parasiten schützen wollt, habe ich folgende Tipps für euch. Ihr solltet immer eure Hände gründlich waschen, wenn ihr rohes Fleisch angefasst oder Gartenarbeit gemacht habt. Und keine Katzenklos reinigen. Und wenn, dann nur mit Handschuhen und hinterher die Hände richtig waschen. Bis zum nächsten Mal, eure Florence.